Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Format Old but Gold. Und zwar schaue ich hier in meinen alten Spielstand von Harvest Moon DS, die Sonnenscheininsel. Und ja, wir haben uns einmal schon einen kleinen Überblick über die Innenstadt verschafft und die kleinen süßen Bewohner der Hauptinsel. Und ich würde sagen, ich schmeiß mich mal hier ins Bett, damit ich morgen mit meiner Frau mal reden kann. Und ja, dann gucken wir uns auch noch meine Farm an. Morgiger Katzenwettbewerb. Oh, das ist aber ein schönes Bild da oben. Das ist wahrscheinlich wegen den Sommerfestivals. Ich mag ja so dieses Maritim und diese süße, ja, diese Muschel mit der Perle und oh, schön. Guten Morgen, Marc. Ich weiß nicht, wie ich synchronisieren soll. Wer ist das denn? Ah, Mira. Hallo, Schwiegermama. Morgen ist auf der Festinsel ein Tierwettbewerb. Kommst du auch? Marc, ich hoffe, du kannst auch daran teilnehmen. Morgen früh um 10 Uhr auf der Festinsel, okay? Wir freuen uns auf dich. Habe ich überhaupt eine Katze? Ich glaube nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich glaube, ich habe nämlich keine Katze. Julia, meine wunderschöne Frau. Schatz, mein geliebter Ehemann, überanstreng dich bitte nicht. Schatz, ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe. Okay. Können wir ihr eine Blume geben? Danke, das freut mich, Schatz. Ich glaube, man kann nach der Hochzeit, den Ehepartnern sagen, wie sie einen nennen sollen. Glaube ich. Und ja, die Julia finde ich richtig, richtig süß. Das ist das Mädchen aus dem Tierladen. Ich guck mal, ob ich hier eine süße Info zu ihr kriege. Das bin ich ihr schuldig. Julia, die mag Fruchtprodukte und mag keinen Fisch, mag es sich zu bewegen. Probiert alles aus und hat ihren eigenen Kopf. Hilft immer ihrer Mutter. Die ist eine richtig niedliche. Tschüss, mein Schatz. Wir sehen uns. Ich dachte ja, sie wäre schwanger, aber ich weiß nicht, ob das auch ständig angesprochen wird. So, wir haben hier die Farm auf einer kleinen Insel, wenn ihr das erkennt. Hier ist übrigens ein Boot, das mich zur Leuchtturminsel bringt. Sollte. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. So, hier oben sind noch Bäume. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kann mit denen nicht großartig was machen. Was haben wir denn hier? Der Viehstall. Stall für Kühe und Schafe. Mumu ist zwar gesund, aber irgendwie ein bisschen schlecht drauf. Habe ich dich vergessen zu füttern? Oder was ist los? Ah, Mumu. Ach, das ist immer so ein Problem, dass die ineinander stehen. So, du bist Mumu. Wer bist du? Muhi ist zwar gesund, aber irgendwie ein bisschen schlecht drauf. Das ändern wir gleich. Mu ist zwar gesund, aber irgendwie ein bisschen schlecht drauf. Okay, das sagen sie alle. Dann wird hier gestriegelt, was das Zeug hält. Nee, da standen schon wieder welche ineinander. So. Kriegt ihr noch ein bisschen Futter? Ja, ich möchte das in den Futtertrog legen. Ich glaube, das ist sehr nervig, weil das immer gefragt wird. Nein, ich möchte das gern daneben schmeißen. Weil mir das Spaß macht, dieses wunderbare Futter zu verschleudern. Ja, wir geben das wieder zurück. So, und jetzt werden die noch gemolken. Ja, wunderbar. Ich guck mal gerade in meinem Rucksack. Da haben wir ein bisschen Milch.
Und das nervt auch total, dass sich das nicht unbedingt aufaddiert, weil verschiedene Qualitätsstufen oder so. Oder auch nicht. Man kann sie auch einfach selber addieren. Also wie gesagt, es gibt hier Verbesserungspotenzial. Dass sich das hier nicht selber addiert, finde ich irgendwie nervig. Weil wer möchte gerne seine ganzen Slots damit besetzt haben? Das macht doch gar keinen Sinn. Ach so. Ach Gott. Muss man hier auch für jedes noch einzeln klicken? Das ist ja nervig. Okay, hier auch Blümchen. So. Gut. Meine Freunde. Ich gehe wieder. So, wo ist denn mein Hund? Beziehungsweise, ich sollte erstmal meine Pflanzen gießen. Okay. Da oben seht ihr schon, dass die Energie sehr, sehr schnell abnimmt. Und ich auch irgendwie Hunger habe. Und das Wasser ist, glaube ich, leer, weil ich kann nicht weiter. Oh Gott, wo ist denn hier? Wir haben schon 14:10 Uhr, wie ihr seht. Also es ist einfach ein bisschen blöd vom Timing. Ich finde, dass das manchmal ein bisschen doof ist. Das ist einfach unglücklich, weil jede Sekunde oder alle 2, 3 Sekunden können zählen. Moment, wenn das jetzt auf 20 umschlägt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also alle 5 Sekunden sind da 10 Minuten. Das ist einfach bescheuert. So, wir haben hier meinen kleinen süßen Hund. Und Sturm. Sturm geht's gut. Und ja, ich habe keine Katze. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich sie herkriege. Aber okay, so ist das nun mal. Wieder zurück. So, und dann gibt es hier nämlich noch so coole Minispiele. Da habe ich mich nämlich auf jeden Fall noch dran erinnert. Weil man, wie morgen für das Katzenfest, da bestimmte Sachen mit seinen Haustieren trainieren kann. Ich weiß nicht, was das bei der Katze ist, aber es gibt hier fürs Pferd ein Minispiel und für den Hund auch. So, willst du für das Pferderennen trainieren? Ich möchte trainieren, aber es ist sehr lange her. Ich gucke mir nochmal die Erklärung an. Also, dann solltest du Mira rufen. Beim Pferdewettbewerb ziehen die Pferde einen Schlitten. Es geht dabei um die schnellste Zeit. Schau dir mal an, wie das Pferd den Schlitten zieht. Oh Gott, ich erinnere mich. Wie du gesehen hast, rennen die Pferde von selbst. Aber dich anfeuern, ziehen sie den Schlitten schneller. Durch Sprechen ins Mikrofon kannst du Pferde anfeuern. Oh Gott, hat das Ding hier ein Mikro überhaupt? Also, rip eure Ohren. Ich bin mir gerade nicht so sicher, in welche Richtung das geht. Ungefähr so. Gib alles! Hast du gemerkt, wie sich das Pferd gefreut hat? Oh, natürlich. Was du zum Anfeuern sagst, ist ganz egal. Fantastisch! Ich glaube, ich habe damals immer ins Mikro gepustet, weil das mit das Effektivste war, was es überhaupt gab. Also versuch es und sprich ins Mikro. Hello, hello. Hallo. Hallo, hallo. Gut gemacht, Sturm freut sich auch. Wenn du dein Pferd anfeuerst, erscheint oben ein Signal. Versuch darauf zu achten. Ja. Ich erkläre dir jetzt, wann du anfeuern musst. Der Schweiß zeigt an, dass das Pferd sich anstrengt. Wenn du es in diesem Moment anfeuerst, kann es seine ganze Kraft einsetzen. Das heißt, wenn du es während dem Schwitzen anfeuerst, ist das Anfeuern erfolgreich. Wenn du erfolgreich anfeuerst, zieht das Pferd den Schlitten schneller. So einfach ist das. Super. Gib alles. Pferd und Halter atmen im Takt. Nicht schlecht. So ist das mit dem Anfeuern. Gib alles. Los, los, los.
Pferd und Halter atmen nicht gleich. Das Pferd wird immer langsamer. Wenn das Anfeuern fehlschlägt, sinkt die Geschwindigkeit. Pass also gut auf. Wenn das Pferd schwitzt, musst du es sofort anfeuern. Das ist der Trick dabei. Gut, dann versuch es mal. Das Timing ist das Wichtigste. Ah ja, okay, sie wollte es mir eben nur erklären und ich habe trotzdem hier ins Mikro geschrien. Also, sorry, Leute. Okay, also, auf geht's. Yay! Du schaffst das, Sturm. Du machst es total... Du machst es gut. Super, der Rhythmus passt perfekt. Wenn ihr euch anfreundet, strengt sich das Pferd durch Anfeuern noch mehr an. Eine gute Beziehung zu deinem Pferd ist das Geheimnis jeder Bestzeit. Deine momentane Zeit siehst du rechts oben. Achte auf deine Zeit und versuch dich am Rekord. Das wäre dann alles, was du für das Pferderennen wissen musst. Ich freue mich darauf, dich im Wettkampf zu sehen. Okay, dann versuchen wir das doch mal. Okay, los geht's. Gib alles. Yay. Du bist super, Sturm. So, das war auch schon das Training. Dann gucken wir uns das doch für Waldi mal an, für meinen Hund. Willst du das Hundefrisbee trainieren? Yay, also eigentlich will ich meinen Hund auf das Frisbee trainieren, aber gut. Wir gucken uns jetzt einfach die Erklärung an. Also dann, Mira, du bist dran. Hundefrisbee ist ein Hundefrisbee ist ein Wettkampf, bei dem du dem Hund ein Frisbee zuwirfst. Oh, das ist ja fast ein Zungenbrecher hier. Es geht darum, wessen Frisbee am weitesten fliegt, bevor sein Hund es fängt. In den Wettkampf wirfst du dreimal. Die höchste Weite zählt. Zum Werfen musst du den Touchpen von links nach rechts führen. Schwupps. Okay, alles klar. Ist die Bewegung kurz und langsam, fliegt das Frisbee nicht weit. Führst du den Touchpen lang und schnell, fliegt es weit. Also probier es mal. Ja, ich werf einfach mal aus der Hand 40 Meter. Oder 5, je nachdem. Ja gut, man kriegt da ein Gefühl schnell für. Eine gute Wurfform, die ist für den Hund sicher leicht zu fangen. Die Weite des Frisbees kannst du rechts oben sehen. Ja. Du musst dir merken, wie weit das Frisbee je nach Wurfart fliegt. Also, dann erkläre ich dir, wie der Hund das Frisbee fängt. Vor dem Wurf siehst du über dem Kopf des Hundes seine momentane Laune. Je besser seine Laune ist, desto weitere Würfe fängt er. Achte also immer auf die Laune deines Hundes. Oh, okay, ich habe gar nicht mehr im Kopf, dass es da so eine Größentabelle gab. Also, wenn er so ein Kräuseln über dem Kopf hat, dann maximal 20 Meter. Ein Tropfen, also so eine Schweißperle, sind maximal 30 Meter. Ausrufezeichen sind 40 Meter. Bis zu 50 Meter mit so einer Note. Und wenn er ein Herzchen zeigt, dann kann man ruhig volle Möhre geben. Dann sind es 60 Meter. Pass gut auf, wenn du weiter wirfst, als der Hund fangen kann, habt ihr keinen Erfolg. Das bedeutet, du musst deine Weite deinem Hund anpassen. Also, dann achte auf deinen Hund und wirf mal unter 30 Meter. Um 30 Meter weit zu werfen, musst du den Touchpen schnell über den halben Touchscreen führen. Also, versuch es gleich. Schnell bis zur Hälfte.
Ja, das funktioniert irgendwie nicht so gut, ne? Weil wenn ich den nur bis zur Hälfte ziehe, haben wir so geile Sachen wie 5 und 8 Meter. Du wirfst genau so, dass dein Hund auch fangen kann. Haben wir bei meinem zweiten Versuch ja gesehen. Je mehr du dich mit deinem Hund anfreundest, desto öfter hat er gute Laune. Um gute Ergebnisse zu erzielen, solltest du dich gut mit deinem Hund einfreunden. Das wäre dann alles, was du über das Hundefrisbee wissen solltest. Ich freue mich darauf, dich im Wettkampf zu sehen. Ah ja. Okay, dann mach na, Sturm. Gut, dann trainieren wir doch einmal. Na gut. Ah, sehr gut, Waldi. Du bist ein lieber Hund. So, man kann bestimmt auch auf Sturm reiten. Bin mir gerade nicht so sicher, ob man auf Sturm reiten kann, aber na gut. Habe ich sowas wie so ein Kescher oder? Kann es sein, dass ich sowas haben kann? Zumindest ist hier eine Zikade. Gut, hier habe ich mir mal vor Zeiten eine Brücke gebaut oder gab es die schon? Die Wichtelinsel. Hier leben die Erntewichtel. Marc, möchtest du heimwichteln? Dann hören wir uns doch hier auch nochmal die Erklärung an. Was möchtest du wissen? Ach so, ich glaube, die kann man dann engagieren, ne? Da leben die natürlich drin. Das finde ich so süß, dass es angepasst ist. Schwindelig. Ja, oh. An dieser Hitze verbrennt man sich. Mein ganzer Körper schmerzt. Priemelchen, was für ein süßer Name. Safran. Die Sonne ist so grell, man schwitzt richtig, aber es macht Spaß. Diese Hitze, es ist zu heiß, wenn man darüber nachdenkt. Okay, wir haben jetzt aber hier auch schon wieder 17 Uhr. Wir sollten vielleicht noch einmal auf die Leuchtturminsel. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht gehen wir gleich auch in einem Café noch essen. Ah, ich glaube noch meine Tomatenblüten, falls. Ja, die habe ich eben gepflückt. Okay. Gut. Dann. Oh Gott. So, hier. Auf zur Leuchtturminsel. Ich glaube, die Leuchtturminsel habe ich mir irgendwann mal hochgeholt. Und ja, hier steht gar kein Leuchtturm. Den kann man bestimmt bauen. Hier stand früher ein Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob man hier was dafür gekriegt hat, dass man diese Insel hochgeholt hat, oder ob man den Leuchtturm noch bauen kann. Jedenfalls haben wir eine Leuchtturminsel. Ist wunderschön. So, meine Frau ist wieder da. Dann werde ich mal mit ihr reden. Wo bist du? Schatz, ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe. Möchtest du mir das noch öfter sagen? Das ist schön. Danke. So, ich muss mich vielleicht ein bisschen sputen, weil es ist durchaus möglich. Moment, ich guck mal gerade. Aber ich glaube, ich kann hier nur über den Tag rein, ja. Dann muss ich da wohl morgen nochmal hin. So, genau. Und zwar sind Lana und Will war bis eben noch hier. Ja doch, der ist auch noch immer noch da. So, mal gucken.
Kann das sein, dass der Will auf dem Schiff lebt? Wer zum Henker lebt hier? Nee, er ist immer noch verschlossen. Weil der Danny lebt hier in dieser... In dieser Hütte hier. Oh, moin. Fischer stehen früh auf. Da bin ich um diese Zeit immer schon müde. Soll er aus Hamburg kommen? Oder warum sagt er moin? So, wir gucken jetzt hier nochmal. Wartet mal. Nee, das ist das falsche Haus. Hier lebt ja Sabrina mit. Obwohl, den Regis haben wir noch nicht getroffen. Gut, der ist doch bestimmt nicht hier. So, hier. Ah, wir sind hier gar nicht die Treppe hochgegangen. Ja, seht doch mal. Super. Ich hoffe, es ist niemandem schlecht. Von dem ganzen Hin und Her. So, hallo Regis. Ha, es ist ja ganz schön dunkel. Ich habe so viel zu tun. Ich bin Graf Zahl. Ich lebe für immer. Ah, und das ist, glaube ich, Sabrinas Zimmer. Okay, die sagt auch immer das Gleiche. So, da müssten Will, Anna und Lilly in dem Hotel leben. Keine Ahnung, wer sich das leisten kann, ständig. Hier ist niemand. Diese leeren Zimmer nerven aber wirklich. So, stimmt, das ist Lillys Zimmer. Seht an, ich hatte recht. Guten Abend, Mark. Ich mag die Abendluft. Nach wie vor. Auch niemand. Da muss ich nochmal raus. Gibt's noch ein Haus, das ich nicht kenne? Ach, vielleicht sind die auch im Café. Hier ist ja niemand mehr. Aber wo könnten Lana und Will sein, hä? Bestimmt nicht hier. Hier? Aha, das hier ist das Haus von Lana. Und wenn ihr sehen könnt, hier sind ganz viele Bilder von ihr. Hier ist noch so ein Idol-Ding. Der Teppich ist süß. Oh, die hat aber generell sehr süße Sachen. Ich guck noch mal ganz kurz hier in deine Wohnung, Lana. Und dann... Ich weiß nicht, was das sein soll. Sind das hier irgendwie Federn oder... Gut. Mark, Hallöchen. Um die Zeit noch unterwegs? Willst du zu mir? Ich wollte schon als kleines Kind Popstar werden. Dafür habe ich hart gearbeitet. Okay, sie sagt immer das Gleiche. Jetzt klingt sie sympathischer, als ich sie in Erinnerung habe. Aber ich meine, dass die manchmal ganz schrecklich eingebildet war. Immer noch nicht? Aha. So, ich... Ach, genau. Das ist nämlich, glaube ich, Wills Schiff. So ein reicher Typi hier. Wo ist denn eigentlich sein Butler? Ah, schönen guten Abend. Abends zeigt sich diese Insel immer wieder von einer anderen Seite. Meine Familie ist von Adel. Mein Großvater war scheinbar ein Edelmann. Okay. Ich glaube, wenn ich eine Bäuerin jetzt gehabt hätte, hätte ich vielleicht den Will geheiratet. Aber auch nur vielleicht.
Ja. Ich bin gerade an Verhungerung gestorben. Oh, ich kann nicht mehr. Heute war es wirklich anstrengend, jetzt brauche ich Ruhe. Buff. Okay, vielleicht gehen wir noch kurz zum Katzenfest und dann. Guten Morgen, Schatz. Wenn ich dich sehe, bekomme ich gute Laune. Schatz, ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe. Ja, meine wunderschöne Frau. Danke, das freut mich, Schatz. So, es ist keine Sau, im Dorf. Alles verschlossen. Dann gehen wir mal hier unten. So, und hier fragt er mich nämlich wohin. Zur Festinsel, zur Göttin- und Hexeninsel, Pilzinsel, Vulkaninsel oder Tierinsel. Wir wollen zur Festinsel und ich glaube, das ist eine der ersten Inseln, die man auch dazu bekommt. Jetzt steht aber hier, heute ist ein Festtag, die Vorbereitungen laufen noch, komm besser später wieder. Ach, okay. Alle bereiten was vor und ich darf nicht mitmachen. Ist aber traurig. Das ist aber traurig. Dann gucken wir doch nochmal hier auf den Plan. Hier, wo ist der Kalender? Ah, sehr schön, da können wir was einsehen. Vielleicht hatte ich deswegen so viel Essen dabei, weil Kochfest war. Okay, da war mein Geburtstag am 3. Sommer. Oh. Der Regis hatte Geburtstag. Hätte ich das gewusst, hätte ich dem eben was gegeben. Elliot, Angelwettbewerb, Sommer, Feuerwerk, Nathalies Geburtstag und Sommererntefest und Charlie. Na gut, dann würde ich sagen, Festivals, an denen ich nicht teilnehme, sind meistens nicht so prickelnd. Weiter geht's. In dem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns das nächste Mal die gesamten Inseln an. Und ja, vielleicht wird das dann auch schon der letzte Part sein. Aber gut, wir gucken mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.